Mein Name ist Kobleder Franz, bin Gesellschafter und Geschäftsführer der RDG Recycling Group. Die Firma RDG ist in den letzten Jahren von 4 Mitarbeitern im Gründungsjahr 2012 auf ca. 50 Mitarbeitern gewachsen. Wir sortieren Kunststoffe aller Art aus der Industrie im sortenreinen Zustand, Kunststoffverbunde und Kunststoffmetallverbunde. Zu Beginn war der Materialimport sortenrein. Im Laufe der Zeit wurde die Produktvielfalt, die wir hereinbekamen, immer mehr und daraus wurden Kunststoffverbunde oder Kunststoff-Metall-Verbunde, so wie hier. Und genau diese Teile stellten ein sehr großes Problem für unsere damaligen Maschinen, da die Lösung für diese Problemstoffe, für diese Kunststoff-Metall-Verbunde, war der Schredder Unter XR 3000C. Darunter wurden die Versuche mit unseren Materialien gemacht. Wir wollten aber einen Großversuch starten und die Firma Unter war sofort bereit, uns eine Testmaschine vor Ort anzubieten und einen Großversuch zu starten, sodass wir uns überzeugen konnten, dass dies der richtige Schredder ist, nicht nur im Zerkleinern, auch im Durchsatz. Der Beginn der Verarbeitung bei den Kunststoff-Metall-Verbunden beginnt bei dem Unterschredder XR 3000C. Das ist eine mobile Variante, die auf jedem möglichen Platz am Gelände fahren kann. Also der Schredder fährt zum Material und nicht umgekehrt. Und der Schredder ist durch seine ausgewogene Technologie und robuste Bauweise in der Lage, jeden Kunststoff-Metall-Verbund zu trennen. Wir arbeiten im Zweischichtbetrieb mit diesem Schredder und sind in der Lage, dass wir einen Stundendurchsatz von ca. 2 bis 5 Tonnen erzielen. Ein großes Plus der Firma Unter sind die Servicemitarbeiter bzw. die Serviceabteilung. Wir sind seit Jahren Kunde der Firma Unter. Wir haben 2 Großschredder am Gelände und aufgrund dieser Erfahrungen werden wir Unter jederzeit weiterführen.